Guten Morgen zusammen. Stelle ich mich kurz selber vor. Simeon Preuß, Physiklehrer, Veganer, überzeugter Umweltschützer, Ex-Atomkraftgegner. Und ich glaube wirklich, dass die Kernenergie eine der besten Methoden ist, die wir zur Verfügung haben, um unsere Klimaziele zu erreichen. Ja, wir hören immer Klimakrise, Klimakatastrophe. Ganz ehrlich, ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich glaube, wir haben hier ein ernstes Problem. Ja, ich mache mir Sorgen. Aber wenn ich eine Sache hasse, dann ist es Heuchelei. Wir haben uns begrifflich gesteigert von Klimawandel über Klimakrise hin zu Klimanotstand. Und jetzt, da wir uns der größten Bedrohung der Menschheitsgeschichte gegenüber sehen, sind wir endlich bereit, mit aller Entschlossenheit fast alles zu tun. Und wir haben viele Ideen. Öfter Fahrrad statt Auto, Zug statt Inlandsflug, an mindestens 2 Tagen die Woche Homeoffice, weniger Fleisch, finde ich übrigens super als Veganer. Weniger dies, weniger das und vor allem Tempolimit 130 auf deutschen Autobahnen. Das würde sage und schreibe 1,9 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. Entschuldigung, Atomkraftwerke weiterlaufen lassen, spart 60 Millionen Tonnen. Was? Aber das ist ja viel zu viel. 60 Millionen Tonnen. Das wäre ja viel zu einfach. Einfach etwas nicht abschalten und so viel CO2 sparen. Nein, das machen wir anders. Auf der Webseite von Fridays for Future schreiben die Kids, Deutschland hat den Ausstieg aus der Atomenergie bereits beschlossen. Ja genau, wo kommen wir denn dahin, wenn wir einfach falsche Beschlüsse rückgängig machen würden? Und weiter, die Atomenergie stellt keinen relevanten Teil der Energiegewinnung dar und kann durch erneuerbare Energien ersetzt werden. So, das ist jetzt mein Stichwort als Physiklehrer. Was wäre nötig, um die letzten 6 AKWs zu ersetzen? Zunächst mal, AKWs liegen von der CO2-Bilanz irgendwo zwischen Wind- und Solarenergie. Ist eigentlich egal genau, wo sie sind, genauso wie wir sie haben wollen von der CO2-Bilanz. 6 AKWs verschrotten ist so, als ob wir 120% der Solarenergie oder jedes zweite Windrad auf den Müll schmeißen. Man stelle sich vor, eine Bundesregierung würde beschließen, bis Ende 2022 120% der Solarenergie oder jedes zweite Windrad zu verschrotten. Anton Hofreiter von den Grünen, dem würde vor Wut im Bundestag der Kopf explodieren. Vollkommen zu Recht. Die Kids von Fridays for Future würden schreien, Klimaverbrechen. Vollkommen zu Recht. 6 AKWs verschrotten bedeutet, 6-mal den gesamten Ausbau der erneuerbaren Energien von 2020 in die Mülltonne zu werfen. 6 Jahre 2020er Ausbau und der Klimanutzen wäre eine dicke, fette Null. Nichts erreicht. Nur das ersetzt, was wir schon haben. Also so viel zu, das können wir mal eben nebenher ersetzen. Ja, theoretisch schon, aber mit den AKWs sind wir eben den Klimazielen immer einen großen Schritt schon näher als ohne sie. Und jetzt will ja Fridays for Future, dass wir bis 2030 in Deutschland am Ziel sind. Keine Kohle, kein Erdöl, kein Erdgas und fast alles elektrisch. Fahren, heizen, etc. Wenn wir ein AKW wie Gundremmingen zum Vergleich nehmen, dann brauchen wir für den aktuellen deutschen Strombedarf 50 AKWs. Elektrifizierung der Stahlindustrie, 13 AKWs. Elektrifizierung des Verkehrs, 10 bis 17 AKWs. Wasserstoff und Strom für die chemische Industrie, 60 AKWs. Autsch. Alles zusammen sind wir jetzt bei 140 AKW-Einheiten. Strom aus Erneuerbaren haben wir bisher erst 25 AKW-Einheiten. In einer aktuellen Broschüre des Solarfördervereins Deutschland steht, dass wir mit 180 AKW-Einheiten komplett am Ziel wären. Das ist nicht ganz unrealistisch. Es ist ambitioniert, aber das könnte hinhauen. Ja, was ist das jetzt umgerechnet in erneuerbare Energien? Ein einziges AKW ist Pi mal Daumen 1000 modernste 5 Megawatt Windräder oder 53 mal der größte Solarpark in Deutschland. Das ist irgendetwas zwischen 12.000 und 16.000 Fußballfeldern, je nachdem, ob man die bebaute Fläche oder die Gesamtfläche rechnet. Ein einziges AKW, 12.000 bis 16.000 Fußballfelder Solar.
Also, wie will man diese fehlenden 155 AKW-Einheiten bis 2030 realisieren? In der Broschüre des Solarfördervereins steht, jedes Jahr 50 Gigawatt Windenergie und mehr als 60 Gigawatt Solarenergie zu bauen. Das wäre pro Jahr etwa 10.000 Windräder und 320 mal der größte Solarpark in Deutschland. Das bedeutet, bis 2030, also 9 Jahre lang, etwas mehr als ein Windrad pro Stunde und fast jeden Tag einmal den größten Solarpark in Deutschland. Plus die ganze smarte, flexible, hochdynamische 2.0er Infrastruktur und Stromnetzausbau und Batterien und sonstige Speicher, die uns als modern und fortschrittlich angepriesen werden, was aber eigentlich nur dazu dient, um aus wetterabhängigen Energiequellen sowas Ähnliches zu machen wie eine Energieversorgung für ein Industrieland. Also Entschuldigung, aber ich würde diesen Leuten wirklich raten, und zwar dringend, ein bisschen weniger Drogen zu nehmen. Ja, wir sollten uns anstrengen. Ja, wir sollten anfangen, die Erneuerbaren schneller auszubauen. Aber diese ganzen Windräder, die wird es nicht geben. Einige schon, aber niemals alle. Das können wir uns sowas von abschminken. Also ich möchte wirklich gerne jedem sagen, der glaubt, dass 100% erneuerbare Energie der bequeme Ausweg ohne Atommüll aus der Klimakrise ist, vergesst es. Also wenn wir jetzt glauben, wir hätten noch den Luxus, 6 Atomkraftwerke zu verschrotten, dann haben wir noch überhaupt nicht verstanden, was Klimakrise ist. Wenn wir aber jetzt wirklich mal den Finger aus dem Po ziehen würden und die letzten AKWs dazu einsetzen, die Kohle schneller zu verdrängen und gegenüber 2023 10% Gesamtemissionen einzusparen, das wäre nicht nur die richtige Größenordnung, das wäre auch das richtige Signal. Das würde bedeuten, dass man endlich mal sagen müsste, was? Die Klimakrise ist so schlimm, dass wir Atomkraft brauchen? Den Teufel mit dem Belzebub austreiben? Ja, scheiße, verdammt, genau so ernst ist es. Genau das sollten wir tun. Und wenn wir uns vielleicht nochmal unvoreingenommen mit der Thematik befassen, mal vielleicht hier eine Broschüre vom Verein Nuklearia mitnehmen, vielleicht entdecken wir dann auch, dass dieser Belzebub eigentlich doch ein ziemlich feiner Kerl ist. Dankeschön.